So, letzte Folge für heute. Und ich fände es richtig, richtig fett, wenn ich noch zur Nebelwand kommen würde. So unbeschadet. Nur halbwegs zumindest. Ja, einfach noch ein Lagerfeuer auf halbem Wege, aber man kann ja nicht nach allem verlangen. Hi. Bist du auch wieder da? Oh. Mann, das ist doch jetzt echt mies hier, das zu machen, während 1000 Ratten hier sind. Ja, Ratten. Gut, damit sind meine ganzen Seelen auch weg. Herrlich. Ich greife mal in meine Studentenfuttertüte. Rosinen. Ich kann sie nur lieben. Wow, hab ich viel Damage genommen hier gerade. Was laberst du? Überrollen. Oh Mist. Aua. Die folgen mir schon hier hin, ne? Wo ist der? Okay, ich habe eine Idee, wie ich das jetzt mache. Einen narrensicheren Plan. Der kann gar nicht schief gehen. Der ist schiefgegangen, weil er drei Hits ausgehalten hat. Das ist kein Witz. Ich glaube, wenn er zwei Hits ausgehalten hat, hätte er jetzt funktioniert. Ich wollte nämlich schnell hoch und dann den Typen oben platt machen. Weil ich glaube, der Geist verschwindet dann ja auf Dauer, ne? Wenn er einmal welche ist. Au. Komm, ich renne jetzt ja auch einfach durch. Lohnt sich doch gar nicht, irgendwas zu machen. Wo rollst du lang, mein Freund? Wäre es geil, wenn ich ihn so abgefangen hätte. So, okay, versuchen wir es doch einfach nochmal irgendwie. Kletter hoch! Mama. So. Er kommt gar nicht durch. Mit den ganzen Ratten. Ja, ich sag Ratten immer die ganze Zeit. Ich bin einfach dumm. Das ist der Grund. Naja, dann gehe ich mal weiter, ne? Dann lasst euch mal nicht von mir beirren hier. Es muss doch hier irgendwo noch ein Lagerfeuer geben, oder? Das kann doch nicht sein. Dass es so ein langer Weg ist, wobei kann irgendwie doch sein. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Digga. Lebt da noch was? Warum? Wo kommst du her? Wer sind sie? Hi. Bye.
Ist das ekelhaft hier? Okay, ich könnte da hoch und das könnte vielleicht. Gut sein. Ich denke eher nicht. Na, jetzt kommt Saal angeschissen, ne? Ich meine, vielleicht ist es auch einfach eine geheime Wand oder so irgendwo. Das war doof. Wartet mal kurz, Leute. Lass mich kurz heilen. Danke. Ups. Ich find's auch super, wie der, wie das Licht so direkt weg war, als er tot war. Okay. Ja, Das Damage gemacht hat, war echt ein bisschen unnötig. Wie gesagt, es könnte halt sein, dass hier einfach irgendwo eine unsichtbare Wand oder so existiert, ne? Weil das ist echt schon ein echt langer Weg und ich weiß nicht so recht, ob das wirklich so ist. Ich finde die Spinnen eigentlich echt entspannt, die sterben einfach. So. Und nicht, wenn natürlich 5 Stück gleichzeitig da sind. Oh, Scheiße. Das ist problematisch. Weil jetzt so viele. Ey! Ich gehe jetzt einfach hier rein. Oh, es ist der vierte Hauptboss. Sage ich jetzt einfach wegen der Cutscene. Oh. Ich sag doch eine Riesenspinne. Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Aber keiner hat mir geglaubt. Oh Gott. Das ist wieder so eine Scheiße, ne, mit ganz vielen. Aber die Spinnen trifft man wenigstens. Guckt mal, die sterben einfach. Was ein Luxus, aber trotzdem ist ein bisschen miese Brise hier gerade. Oh, diese Framerate von dem. Herrlich. Die ist schon fast tot. Oh Gott. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also immer noch nicht, was ich da tun soll. Durchaus weichen, okay. So, was wird das hier mit dir? Ah. Aua. Okay, ich verstehe. Ja, sein Bein war im Weg. Was ist das denn? Kann ich dich gleich mal treffen? Danke. Oh oh. Nein! Scheiße. Mom, pick me up, I'm scared, würde ich gerade sagen. Ah, scheiße, der Weg dahin. Oh no, Alter. Man muss noch einen schnelleren Weg geben. Oder halt eine Abkürzung oder so. Irgendwie hier rüber? Ist ja komplett. Wobei, na, wenn ich hier schon mal lang gehe, dann ist zumindest schon mal der Weg da unten durch schon mal weg.
Sorry. Unendlich weit ist der Weg jetzt auch nicht, ne? Ja, danke für die falsche Anvisierung. Haben wir fast das Genick gebrochen. Ich hab 69 Lebenssteine. Alles klar, nie wieder benutzen. Gut, jetzt bin ich eigentlich wieder hier, ne? Kann man? Ich teste mal was. Es macht doch Damage, wenn man hier rein landet, okay. Ich hatte Hoffnung. Hier war ich noch gar nicht. Oh Gott, ey. Ich will ja runter, danke. Wenn ich schnell genug bin, kann ich hier auch einfach rein, wahrscheinlich. Oh. Die Spinde ist ein bisschen mies, aber geht. Okay. Ja. Tipp. Richtige Taste drücken. Ja, guck mal, ob das jetzt heute was wird. Ich würde das jetzt gar nicht so lange probieren. Mein Gott, sei doch nicht so laut. Weil ich sehr gerne Hilfe hätte in Bezug auf schnellere Weg hierhin, falls sowas existiert. Ja, no. Aber ey, drei Bosse. Das ist gut für die Statistik, die ich auch genau, punktgenau führe. Nicht. Das sollte viel ertragen, das ist wahr. Randomigste Scheiße der Welt. Und zwei der einfachsten Bosse aller Zeiten je in Videospielen. Dip, 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 dip. Okay, so lang ist der Weg eigentlich wirklich nicht, also naja. Trotzdem ein bisschen nervig. Achso. Ich bin in Slide 2. Geil! Scheiße. Ah, ich wollte nicht so tief fallen. Naja, wenn die mich jetzt erwischen, ist es so. Auch nicht. Wenn es den teilen. Das war dumm. Aber geht. Oh, Scheiße. Ich habe mal reingefühlt. Mal gucken, was so passiert. Ah, ich will weg hier, mein Gott. Ups. Ist egal, welche Seite ich angreife, oder kann ich einfach... Da ist irgendwann die Seite tot. Was ist nachher passiert? Die ganze Ehrlich, aber ist auch schon super easy. Oh, ja. Ups, scheiße. Der Kopf fliegt rum. Sehr ekelhaft. Ja, so war das auch nicht geplant gerade irgendwie. War nicht geplant, dass ich Damage nehme tatsächlich.
Was macht er da manchmal? Komische Angriffe. Irgendwie so ein neuer Trend von dem, weiß auch nicht. Okay. Ich hab den Boss noch geklatscht. Juhu! Mensch, und die will mir jetzt noch killen. Freya der Liebsten. Ich bin mich gar nicht drauf geachtet, wie der Boss gerade hieß, to be honest. Also jetzt die ganzen Penner von... Oh nein, vom anderen Raum, die jetzt angedanced kommen hier. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Hehehe. Egal, die kriege ich jetzt auch noch weg. Ja, oder die kriegen mich. Naja, Boss ist... Alter, 53.000 Seelen! Vielleicht ist das ein Geschick. Nee, mal gucken. Okay. Was ist das? Okay, sonst kam das immer automatisch. Heute scheinbar nicht. Ah, hier geht's lang, okay. Dann wird da gleich das große Lagerfeuer sein. Wir kriegen nochmal Pling. Geil. Und dann heißt es, wie durchspielen. Nee. Hi. Privatgemächer des Fürsten. Du bist ein Gegner, du bist nicht der Fürst, der... Lichtsteinschlüssel, Duftzweig, Finsterquarzring. Lichtsteinschlüssel? Warte mal, vielleicht kann man das bei dem einen, bei deinen Tür da verwenden, ne? Was war das gerade für ein Ring, wenn ich mal fragen darf? Wie ist der gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Donnerquarzring. Ach. Ach, wer braucht sowas, ey? Kompetenz. Da habe ich jetzt rum, gucke ich nach. Finde ich auch gut. Ein paar Sachen lohnt es sich auch nachzugucken. Nachzugucken. Kling! Ich wurde verarscht. Ich wurde 10 von 10 verarscht. Kann ich mit dir reden? Ja. Was passiert hier? Name sagt mir was. Okay. Darf ich jetzt das Leuchtfeuer benutzen? Ich hoffe. Danke. Pling! Leuchtfeuer der Lichtsteinbucht. Ein Urlaubsfeuer wurde entzündet. Okay. Gut. Ja, das war doch ein erfolgreicher Stream, ey. Zwischendurch mal wieder kurz Selbstmord begehen wollen. Also so in echt. Aber am Ende doch wieder 4 Bosse gelegt. Ich habe mir gerade irgendwie, als ich mir die Nase kratzen wollte, voll ins Nasenbein gefickt. War dein Pling. Yes!
Habe ich ein Dings zufällig? Nein, schade. Okay, dann würde ich sagen, pumpen wir ein bisschen in Geschick. Ja, komm, mal ein bisschen Leben erhöhen. Mehr können wir auch gar nicht, ne? Weil Stärke vielleicht auch mal wieder ganz sinnvoll wäre. Wobei, wäre es das so? Na komm, wir machen einfach so erstmal. Ja, geil, ey. Geiles Ende. Hat mir sehr gefallen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich auch gerade die 20 Minuten voll. Also, es passt doch perfekt. Da haben wir 4 Bosse besiegt. Mama. Bist du denn stolz auf mich? Ich hab's doch zu was gebracht. 13.000 Seelen haben wir natürlich noch. Das ist ja wirklich fast ein Level-Up, ne? Weiß nicht, wie viel gerade noch fehlt. Wie viel bringt das? 800. Wie viel brauchen wir? Mittlerweile. Ja, 14.400. Also noch einmal so ein Ding nehmen, bitte. Ups. So, dann können wir noch ein Level abkaufen. Dann gehe ich, das ist einfach meine Stärke. Wenn ich es eben schon nicht konnte. Nächstes Mal durchspielen. I don't think so. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne, jetzt habe ich natürlich kaum noch Seelen, sind die eigentlich auch dumm. Ah komm, nee, jetzt einfach nochmal irgendwas. Ich will mir da ein paar Lebenssteine holen. Kann ich mir davon kaufen? Ich kann nicht rechnen. 8. Am I right? 7. Ja. Ja, komm, lassen wir es mal so. Kann ja später kaufen, wenn man dann wirklich mal richtig Mangel hat. Ja, geil, Alter. Irgendwas zu verbrennen? Nein. Weil DLC-Content. Aber fehlt nicht auch so noch eigentlich einiges in der Oberwelt? Hallo Tobi übrigens, wieder, willkommen zurück. Gibt's noch, es gibt, wird ja wahrscheinlich auch noch im regulären Spiel Bosse geben, oder? Warum leckt es eigentlich gerade so? Leckt es für euch auch? Ich glaube nicht. Gut, ne, dann würde ich sagen, war's das jetzt auch. Ich weiß, wir brauchen nicht lange rumschlagen. Ich mache natürlich Kniebeugen, keine Sorge. Aber das machen wir natürlich wieder nach der Aufnahme. du hast normal Game auch noch einiges vor dir. Okay. Aber ist ja auch gut. Also, mir macht das Spiel ja durchaus trotzdem Spaß, auch wenn ich zwischendurch manchmal meine Lebenslust verliere, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja. Ich beende mal die Aufnahme auf jeden Fall. Wir sehen uns bald hier wieder und dann geht's nächstes Mal, keine Ahnung. Also wenn jetzt in der Oberwelt noch Bosse existieren, die ich halt so machen kann, ohne dass ich jetzt die 4 Bosse einsetzen muss, sage ich mal, diese 4 Seelen, dann würde ich das vielleicht erstmal als nächstes machen wollen. Außer DLC-Content natürlich, der kommt jetzt später. Und dann da ein bisschen vor. Ich weiß halt nicht genau, was jetzt kommt. Kommt dann wirklich schon direkt der Endboss oder ist da nur noch was? Ich weiß es nicht. Aber zumindest, ja. Wenn noch was in der Oberwelt so existiert, dann würde ich das natürlich gerne vorher machen. Es gibt keinen Sinn, weil die Knüppel hart sind oder so. Aber ja, gut. Aufnahme beenden jetzt hier. Tschüss.